So Leute, wir werden uns heute mal die dritte Mission hier anschauen und in diesen Panzerkampf übergehen. So wie auf jeden Fall das Spiel jetzt läuft. Also meine Meinung, werde ich mir das Spiel auf jeden Fall holen. So, warte mal, das können wir überspringen. Jetzt schauen wir mal schnell hier. Wir haben nämlich hier das Stuck als Gegner. Und das ist natürlich brutal, ja. Also ins seine Schusslinie, wenn man reinkommt. Ich glaube, da muss man nicht lange überlegen, was da passiert. Ja, jetzt hör doch mal, wie kommen wir jetzt am blödsten hier hin? Wir müssen natürlich schauen, dass wir den irgendwie umgehen. Jetzt hör doch mal, wir tun. Der müsste ja eigentlich durch diese Hecke hier geschützt sein. So. Er müsste sich sowieso erstmal drehen. Also er kann ja nur auf einen Panzer schießen. Ich denke, er wird den hier nehmen. Tja, es bleibt uns überhaupt nichts anderes übrig. Die Frontpanzerung zu schießen, haben wir sowieso keine Chance. So, das können wir mal schneller machen. Jetzt bin ich mal gespannt, aber ich denke, er wird diesen Panzer hernehmen. Ja, er dreht sich. Was ich natürlich cool finde, dass die Kameraperspektive auf den Panzer geht, wenn er schießt. Ich hoffe natürlich, das ist immer so. Okay, wir haben Gun Out of Action. Unser Geschütz. Okay. Wir werden suppressed in der nächsten Runde, weil die Crew das Geschütz repariert. Wir hätten uns, glaube ich, erstmal eine bessere Position suchen müssen. Denke ich. Wir werden trotzdem versuchen, dass wir hier irgendwie um den hier rumkommen. Ja, wenn wir Pech haben, wird natürlich der Panzer jetzt zerstört. Das war jetzt ein blöder Zug. Wir hätten uns erstmal wegbewegen müssen. Weil die jetzt wirklich in einer Scheißposition sind. Da ist er zerstört. Ja, das war natürlich jetzt mein Fehler. Kritischer Knockout. Jetzt warte mal, wir werden. Wo wird er sich hinbewegen? Jetzt warte mal, wir könnten ja Line of Sight anschauen. Puh. Dass wir jetzt erstmal nur bis hier hingehen. Erstmal. Die Frage ist natürlich, bekommt er mit, dass er kommt? Ja. Er bekommt's mit. Wir werden uns hier. Nein, er bekommt es nicht mit. Schaut euch mal das an. Ja, also, wir sollen schauen, dass wir sein Geschütz zerstören. Die Crew zum Aussteigen zwingen. Also, dass wir jetzt hier einen Panzer zerstören, dass die Crew aussteigen muss oder dass wir seine Ketten treffen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo können wir einstellen, worauf wir denn gerne schießen möchten beim Panzer? Da bin ich jetzt gespannt, dass wir jetzt sagen, wir wollen die Ketten anvisieren.
Ah, per Turn. Ne, das machen wir jetzt mal lieber nicht. Wir wollen. Na, werden wir hier hingehen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob wir jetzt mit unserem Panzer hier seitlich an ihn rankommen. Ich glaube, dass er uns nämlich noch nicht entdeckt hat. So, was machen wir jetzt? Wenn wir natürlich jetzt keinen tödlichen Treffer landen, haben wir ein Riesenproblem. Feuer. Ah, okay, wir können auswählen. Schaut euch das an. Wir können wirklich auswählen. Wollen wir die Hülle nehmen oder die Panzer? Also die Panzerung oder die Ketten, ne? Wir nehmen die Ketten, dass er sich nicht bewegen kann. Das müsste natürlich gut treffen, Jungs. Jetzt warte mal, entern. Frontpanzerung, wir müssen uns viel weiter nach vorne bewegen. Warte mal, hier hätten wir 5, 4. Wir nehmen die Panzerung. Da haben wir ihn doch. Aber sehr cool, dass wir auswählen können, worauf wir schießen, ne? Okay, ist natürlich blöd. Ich habe jetzt auch versucht, weil ich merke selber, dass die Sprache und so weiter und die Schüsse vom Geschütz und so weiter so leise sind. Ich habe aber im Hauptmenü wirklich alles jetzt auf laut gestellt. Dort ist es auch laut, aber wenn wir in die Mission reingehen, finde ich, wird es so weit runter gedämpft, obwohl wir oben sind, dass man nichts mehr hört. Ich weiß nicht, das war in der anderen Mission, glaube ich, auch nicht so. Tja, hat gut funktioniert, muss ich sagen. Ihr hört es ja hier. Die Musik ist ja hier auch wieder lauter. Und wenn wir mal hier reingehen. Also ihr seht, ja, es liegt nicht an mir. Vielleicht ist es jetzt nur in dieser Mission so. Tja, wir haben jetzt, ich sage jetzt mal hier die Basics von The Troop hier fertig. Wir haben jetzt hier Infanterie, wir haben Infanterie mit Panzer und wir haben Panzerkampf. Die nächste Folge wird dann Crossroads sein. Panzerung, Panzer und Infanterie kooperieren. Da bin ich jetzt gespannt. Und vor allem können wir hier als Deutsche spielen. Wir werden natürlich beide Seiten spielen. Einmal die Amis, einmal Deutsche. Werden wir beide sehen. Wir werden dann von jeder ein Video machen. Also wie gesagt, Crossroads wird es zwei Videos geben. Genau wie Hearthstone Coming. Können wir hier rüber? Achso, das müssen wir hier unten machen. Hearthstone Come, nicht Coming. Konnte ich ja nicht lesen, ich habe gedacht, dass das so heißt. Also, vier Videos von der Demo werden auf jeden Fall noch kommen. Könnt ihr euch freuen. Ich bin gespannt, wie es sich spielen lässt, weil hier nur die Basics sind schon wirklich sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Und ich bin dann gespannt auf eine richtige Mission. Wird natürlich etwas größer. Und hier müssen wir natürlich dann aufpassen, dass wir nicht so viele Leute verlieren. Die werden wir brauchen bis zum Ende der Mission. Hier ist es ja klar, also hier in dem Panzerkampf, wir haben zwei Panzer verloren, wir hatten noch zwei, konnten die anderen um ihn rum bewegen. Es muss ja siegreich für uns enden. Da kann es anders da ausschauen und da bin ich gespannt drauf. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's es gut, tschüss. Could be us.